erstmal ganz, ganz großen herzlichen Glückwunsch. Und natürlich ist die große Frage, es war der erste offizielle Einsatz für den FC Bayern. Wie war das Gefühl? Unsere Übersetzung macht unsere Alissa Naujux von RAN.de, die war auch schon den ganzen Tag unterwegs. Bitte schön. Enhorabuena. Fue el primer juego con el FC Bayern. ¿Cómo fue su sentimiento en la camiseta roja? Bien, feliz. Solo que estoy entrenando hace cinco días atrás. Pero bueno, poco a poco me voy poniendo bien físicamente. Ya tengo 10 días en China para poder estar bien. Pero bueno, yo creo que las sensaciones fueron hoy buenas. Hemos hecho un buen partido, tanto en la primera parte como en la otra. Entonces creo que son buenas sensaciones. Y bueno, ya ahora ponerse bien físicamente, que eso es lo que más importa. Ja, er ist sehr glücklich, er fühlt sich sehr gut, er hat sich vorbereitet, in den letzten Wochen hat er viel trainiert, jetzt waren es nur ein paar Tage beim FC Bayern, aber er hat heute ein richtig gutes Gefühl und war ein gutes Spiel. Es war jetzt der erste Titel, wie viele sollen noch kommen? Hoy el primer título del año, el Telekom Cup, ¿cuántos títulos quieres ganar con el FC Bayern? Bueno, ojalá que sean muchos, vamos a intentar hacer cosas buenas para poder ganar títulos que... Al fin y al cabo eso es lo que al final queda, que son títulos, entonces vamos a intentar trabajar para eso. Ja, es ist der erste Titel des Jahres, er ist glücklich darüber. Klar arbeitet man für die Titel, er will noch weitere gewinnen, aber der Titel ist eben heute das Wichtigste. Gibt es dann schon, letzte Frage, schon ein deutsches Wort? Después de los primeros días en Munich, ya sabe una palabra en alemán. Danke, guten Morgen, y ya está. Perfecto, gracias. Dankeschön und guten Morgen.